Warnung! Dieses Video enthält höchstwahrscheinlich extrem schlechtes Gameplay. Dankok übernimmt keine Haftung für Verletzungen, die aus Facepalms oder ähnlichen Gesten entstehen. So, hallihallo und herzlich willkommen! Mein Name ist Dankok und wir spielen eine Runde Smite mit dem neuen Champion, dem neuen Gott in Smite. Und das ist nämlich Chin Chen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich ihn spiele. Bin gerade mal hier in einem PvP gelangt. Es war ein bisschen schwer, ihn zu picken, weil scheinbar wollen ihn momentan ziemlich viele Leute spielen. Jetzt habe ich endlich mal die Chance, dass ich ihn spiele. Und ich hoffe, dass diesmal nicht so viele AFKs sind. Weil die anderen Spiele, wo ich heute bisher gemacht habe, sind immer Leute AFK gewesen. Und zwar immer mindestens einer von unserem Team oder von meinem Team halt. Dadurch habe ich dementsprechend sehr, sehr viele Spiele verloren. Ich hoffe, dieses Spiel läuft ein bisschen besser. Ich spiele es jetzt zum ersten Mal Chin Chen. Und das auch hier im PvP. Player vs. Player. Wir haben in unserem Team, wie gesagt, ich spiele zusammen mit der Neith auf der Lane, Kokoke mit, Loki Jungle und Hail ist Solo Lane. Ich starte jetzt erst mit der 1, weil die, glaube ich, habe ich nachgeguckt. Die macht, glaube ich, auf Level 1 am meisten Damage. Das ist Yuuz. Seine 1 ist so ein Skillshot. Der macht Schaden an Gegner. Und er reduziert kurzzeitig ein bisschen ihren Attack Damage. Die 2 macht Gegner so kurz in die Luft. Und die 3 ist so ein Jump, der irgendwie resettet. Also irgendwie kann man da zweimal jumpen. Was voll cool ist. So. Noch ein bisschen Damage hier drauf drücken. Jetzt ist gut, weil jetzt kriegt Kokoke den Buff. Und wir gehen dann gerade weiter und machen hier diesen Speedy-Buff. So. Ist jetzt, glaube ich, nicht schlecht, wenn du den Attack-Damage reduzieren kannst. Ich möchte jetzt aber nicht zu viel tanken. Der macht schon ziemlich viel Damage. So viel Leben habe ich noch nicht. Ich habe noch keine Items. Bis auf mein Starter-Item. Wir spielen wohl gegen eine Neath und ein Gap. Gehe ich mal davon aus. Würde mir jetzt an der Gegner-Composition logisch erscheinen. Ist ein bisschen ein Mirror-Matchup. Die Neath hat Red Buff. Das ist ein bisschen so ein Midlane-Neath. Kein guter Trade. Ich habe mehr Damage gefressen als die. Viel mehr Damage gefressen als die. Sollte ein bisschen vorsichtig spielen. So tanky ist Chin Chen anscheinend doch nicht. Ja. Interessant. Gap mit Attack Speed Buff. Bei Sylvanas kann ich es ja verstehen, aber Gap ist ein bisschen seltsam mit Attack Speed Buff. Naja, wie auch immer. Gap hat Attack Speed Buff. Unsere Neath hat Attack Speed Buff und wir sind jetzt Level 3. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, schon reinzugehen. Es ist ein bisschen riskant für mich, finde ich momentan. Das ist nicht gut. So. Die hielt sich halt dummerweise jetzt gerade ab, die gegnerische Neath. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. First Blood, wie gesagt, haben wir schon abgegeben. Jetzt gehen wir einfach mal hier drauf. Okay. Wir haben jetzt gerade unseren... Wir haben jetzt gerade unseren Combo rausgeschlagen und wir haben so gut wie all unser Mana verloren. What the fuck? Was zum Geier. Das verwundert mich jetzt ein bisschen. Ich wusste nicht, dass der Champ so mana-intensiv ist. Ich denke, ich gehe erstmal auf die One. Scheint mir am vernünftigsten, weil die, glaube ich, am Anfang mehr Damage drückt. Und am Anfang machen Guardians ja auch noch ein bisschen Damage. Das ist denn nicht schlecht. Das ist nicht gut. Wir haben zum Glück einen Sprint. Den benutzen wir auch schnell. Damit wir nicht verrecken. Schade, dass wir den Kill nicht bekommen haben. Die war echt low. Die... Was war's? Neath. Die Neath war low. Wir haben den Kill nicht bekommen. Hängt der hier noch rum, der Scheiß? Ja, der hängt hier noch rum, die Pfeife. Ich spring mal einfach schnell weg. So, ich spring schnell weg. Dann warte ich einfach mal dort. Warum? Weil ich's kann. Der Mercury ist ziemlich krass, du. Gankt hier schon sehr, sehr früh. Ich weiß nicht, ob ich einen Recall machen kann. Ob ich mir das erlauben kann. Ich hab 1000 Gold.
Ich will mir jetzt fast nicht erlauben, hier diese Wave zu entgehen. Der Gap ist schon Level 5. Holy moly. Ich möchte erst warten, bis die Neath noch da ist. Aber nur aus Sicherheitsgründen. So. Jetzt haue ich aber ab, auch wenn ich jetzt meine Ulti habe. Ich glaube, das ist ein bisschen zu riskant für mich, hier rumzuhängen. Die Neath soll einfach safe spielen. Dann dürfte es kein Problem sein. Soll ich erstmal auf die Boots? Ich kaufe mir erstmal ein paar Boots. Und dann soll ich mir gleich nächstes vom Active... Warte ich gerade auf Sprint 2? Ja, ich warte gerade auf Sprint 2. Wir könnten natürlich auch für den Blink gehen. Anstatt Sprint, habe ich so überlegt. Aber ich glaube, weil wir diesen 3 haben, diesen Jump, und wir können aus irgendeinem Grund zweimal jumpen, wie man sehen kann, halte ich es ein bisschen für unnötig, dass wir da extra für den Blink gehen. Hell wird gerade gegankt bei uns und sie ist tot. Sie ist tot. So, Halleluja in der Höhe. So. Ich komme wieder rein. Wir könnten mal versuchen. Komm, unsere... Oh, wir haben nur den Gap gekriegt. Oh, das ist ja doof. Ist ja doof. Ich wollte die Needs kriegen, aber die hat einen Backflip gemacht. Ach, das ist ja doof. So, jetzt wissen wir schon mal, wer Xin Chen countert. Jeder Champ mit einem verdammten Jump. Und das sind in Smite viele Champions. Viele Champions haben einen Jump. Zu viele. Zu viele, definitiv zu viele. Der Herr Merkur rasiert uns hier alle. Wir haben ein bisschen Mana-Probleme. Wir haben unsere Ulti verschwendet. Den Gap wollten wir dann nicht greifen. Weil der ist zu tanky und jetzt fressen wir auch noch den Damage. Super. Immer nett, immer nett. Den haben wir erst in 50 Sekunden hier. Das ist ein bisschen doof. Unsere Neath hat aber Ulti. Oh, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Nein! What? Ja? Ich dachte, sie wäre weg und auf einmal haben wir einen Kill gemacht. Ja, korrekt. Finde ich korrekt, hey. Finde ich korrekt. Ich mache gerne Kills, ohne dass ich es merke. Mache ich immer wieder gerne. Es ist halt ein bisschen low, aber... Wow, der hat sogar noch getroffen. Warum macht der so viel Damage? Hä, das ist ein Gap. Oh, fuck, fuck, fuck. Retreat! Retreat! Hey, over there! Ah, der kommt nicht hinterher. Und ich weiß nicht, ob der Ulti hat, aber scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Dann mache ich erstmal schnell einen Recall und die Neath am besten auch. Ich würde erst, wie gesagt, für die Tank Boots gehen, weil ich, wie gesagt, eine kleine Pussy bin, die Angst vor den Gegnern hat, und darum kaufe ich mir immer Tank Boots. Tank Boots! So, und da sind wir schon. Wir rasen erneut in die Schlacht. Xin Chen hat übrigens ein Gesicht auf seinem Brustkorb. Man hat es vielleicht gesehen, wenn er einen Recall gemacht hat. Sieht echt amüsant aus. Ich nenne es mal amüsant. So. Ja. Gut. Neath ist schon Level 8. What the fuck? Okay, das ist mal cool. Jetzt sind wir wenigstens mal ausgeglichen von den Kills. Das ist aber auch alles, was man sagen kann. What the fuck? Haben sie die Reichweite von Gap seiner Shockwave erhöht? Das ist ja nimmer normal. Ich möchte jetzt nicht reingehen, das lohnt sich nicht. Ich kann höchstens den Gap grabben. Die Neath macht nämlich wieder einen Backflip. Und der Gap ist immer noch zu tanky. Und ich bin... Bin ich gerade in den Damage gelaufen? Ich glaube nicht. Okay, mein etwas. The Mercury ist in der Midlane. Nicht gut. Pass ein bisschen auf, Neath. Du frisst ziemlich viel Damage von den... Minions, oder hast du Lifesteal? Okay, du hast Lifesteal, du hast Deathclops, oder wie die heißen. So. Ist schon Level 9, holy. Vor allem der gegnerische Gap ist Level 8, ich bin Level 7. Hat der, war der noch nicht so oft back in base, oder?
Ja, der hat immer noch, der war noch gar nicht back in base, shoppen, der war dabei, shoppen. War noch gar nicht shoppen. Er hat natürlich immer sein scheiß Shield und Gott sei Dank mit, hat jetzt mal einen Kill gemacht. Wir führen jetzt mal. Wir haben sogar ein Gold League jetzt gerade über 1000 Gold oder so. Ey, besser als nix. Er hat den, Loki hat den Jungle Buff. Für Need. Die jetzt gerade ziemlich Damage gefressen hat. Also pass auf, pass auf, pass auf. Aus irgendeinem Grund ein Kill kassiert, keine Ahnung warum. Ich weiß, ich dachte, Need hätte den letzten Schuss gemacht, scheinbar nicht. Nein, 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 nein! Die wollte schon wieder einen scheiß Backflip machen. Jetzt gleich, wenn ich jetzt nicht gegen die Minions laufe, habe ich sie. Buhuhuhuhu. Das war jetzt ein bisschen Overkill, aber es sah nice aus. Ich habe sie gerade in die Luft geworfen und dann kam Nies ihre Ulti rein und hat die Nies gekillt. Nies hat Nies gekillt. Sah lustig aus. Unsere Ulti, damit können wir Gegner greifen und so rumwerfen. Und gerade im Flug hat die Ulti sie getroffen. Sah jetzt cool aus. War wahrscheinlich gar nicht nötig von mir, dass ich da so Ulti. Aber ist auch schön. Dann holen wir uns dann die Heavenly Agility. Das ist nicht gut. Ja, wir führen noch zwei Kills und wir haben noch einen kleinen Gold Advantage, aber der ist gar nicht mehr zu nennen. Der ist rechts gerade sehr, sehr klein. Ein paar hundert Gold, 200 Gold oder so. Ja. Nicht so cool. Ich weiß gerade gar nicht, der Gap, der ist irgendwie schon voll krass. Ich meine, das ist ja nicht nur ein Gap, das ist ein Gap One, ja. So, Buddy blocken. Der schönste Job eines Supports, aber erst wenn man Items hat, normalerweise. Ich habe bisher nur Boots. Ich wollte gerade gucken, hat der Gap, der hat auf CA Boots, okay. Okay, dann kommen immer noch mehr Shockwaves, das ist nicht so geil. So. Nicht gut. Wenn der Middle Tower under attack ist, ist das nie gut. Weil mit der Mid verliert man sehr, sehr viel. Oh, jetzt, ja, Achtung, 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 Mercury! Was ist mit der Shockwave los? Die haben sie doch gebufft, das kann doch nicht wahr sein. So, ein bisschen Damage gedrückt, aber mehr auch nicht. Zum Glück hat unsere Nies so Sustain. Ja, wir brauchen alle mal den Jungler sehr, sehr dringend. Du. Der gegnerische Jungler macht hier echt krasse Roams. Wobei der Loki auch einen krassen Roam gemacht hat. Und der Tower Dive war echt nicht schlecht von ihm. Ja, das war nicht schlecht. Da haben wir ja sogar die Need noch aufgepickt. Auch wenn wir da vielleicht nicht gegen die Minions gerannt wären, dann wäre das auch schneller und besser verlaufen. Hier warte ich. Know your enemy. Keine Ahnung, wer den Champ gevoiced hat, den Champ, den Gott. Es war jemand mit einer sehr tiefen männlichen Stimme. An enemy has been slain. Awesome. Hat sie jetzt geultet, die gegnerische Nie? Nice, not too bad though, not too bad though, definitely not too bad though. Aber da können wir nicht Tower diven. So, der Loki macht den Attack Speed Buff, da helfe ich ihm gerade. Ist nicht gar keine schlechte Idee, den zu machen. Und vielleicht können wir jetzt gerade die Need noch holen schnell. Ah, okay. Ah, der Mercury ist da und der ist zu krass. Der ist wirklich zu krass. Also mir zumindest ist er zu krass. Pass auf, du. Loki, pass auf. Unsere Heel schreit nach Hilfe. Okay, ein bisschen Damage gedrückt, aber mehr auch nicht. Ich nehme mal einen Mana-Pot noch. Ich habe gerade irgendwie einen rauen Hals. Nervt gerade ein bisschen.
Oh, nice, nice shot, aber da habe ich momentan nicht den Follow-up. Mit meiner Ulti wäre das jetzt gegangen. Wobei wahrscheinlich wäre, selbst wenn du ihn gegrabt hättest, wäre Mercury gerade wieder rausgedasht. Seine Ulti ist ja ein Dash, seine 3 ist, glaube ich, ein Dash. Wie weit reicht eigentlich seine scheiß Shockwave? Wir brauchen echt mal ein bisschen Magical Defense. Scheint mir so. Aber wir können ihn eigentlich nicht angreifen. Das bringt's nicht. Also ich gehe jetzt erstmal schön weg. Weil... Wobei, ich habe Ulti. Da bin ich ein bisschen sicher. Das ist nicht gut. Midlane wird gerade gepressured. Oh, die holen uns den Midtower. Die holen den Midtower, die holen den Midtower. Brauchen wir uns gar nicht helfen, die sind zu schnell. Ich würde erwarten, dass jetzt vielleicht Gold Fury gehen direkt. Da waren wir nicht nah genug dran, sonst hätten wir ulten können. Ich weiß nicht, ob wir genug Leben haben, um da raus zu ulten. Wenn es die gegnerische Nieder unterm Tower rootet, sind wir ziemlich gefickt. Da! Ultet, macht sich schon wieder ein Backflip. Ey, damit countert man wirklich Shinchen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, da drauf zu gehen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Lassen wir sie ein bisschen kommen. Ja, super. Jetzt bin ich gefickt. Ja, super. Verdammt. Ich dachte, ich könnte sie schnappen und schnell rauswerfen aus dem Tower, aber da macht sie einfach mal wieder schnell ihren Backflip. Ja, und jetzt ist der Recall, super. Den Gap kriegt er nicht. Oh, doch, den kriegt er. Ja gut, da haben wir jetzt keinen Assist bekommen. Es war jetzt ein unnötiger Tod, aber ich dachte wirklich, ich könnte sie noch greifen, hab nicht gerechnet damit, dass sie gerade den Backflip macht. Das ist natürlich echt ärgerlich. Das kann man schon mal festhalten für Xinchen. Alle Götter mit einem Sprung countern ihn, weil kurz bevor er seinen Jump zu dir macht, kannst du einfach schnell den Sprung machen und weg bist du. Gut. Dann hüpfen wir mal zurück in unsere Lane. Momentan schlagen wir uns nicht zu gut. Wir haben ein Golddefizit. Wir sind zwar ein Kill ab, aber haben ein Golddefizit. Wohlgemerkt. Von den Kills her ist der gegnerische Anubis ist nicht schlecht, die Hel ist nicht schlecht. Und der Mercury ist auch nicht schlecht. Wo laufe ich eigentlich hin? Da ja, werden wir mal zur Gegnern hin. Ja, super easy. So. Das macht ja so gut wie kein Damage, du. Bei unserer One auf die Minions. Wir haben ja super Wave Clear, du. Super kein Wave Clear. Dieser Backflip. Aber jetzt brauchen wir auch noch nicht engagen, glaube ich, weil wir wissen nicht, ob wir den Follow-up so haben mit dem Gap da. Es wäre besser, wenn wir ein Jungler wären. Der Kukulkan ist gleich tot. Sag mal. Oh, der Kukulkan lebt sogar noch. Er ist weggekommen. Das freut mich. Das freut mich wirklich. Lass unsere Teammates überleben. Das freut mich nicht. 1v1 Trade. Ja, greifen wir uns halt den Gap. Ich wollte eigentlich die Nita auch noch greifen. Nice, dass wir den Gap jetzt bekommen haben. Eigentlich wollte ich die Lead greifen noch mit meiner Ulti, aber sie hatte sich davor schon gebackflippt und ich dachte mir einfach scheiß drauf. Nehmen wir halt den Gap auch noch mit. Ein bisschen länger gedauert natürlich der Kill. Aber warum nicht? Wir machen ein bisschen Tower Damage. Wenn wir Glück haben, kriegen wir den down. Kriegen wir down. Easy. Easy, zero problemo. Zero Problemo. Ich glaube, wenn wir Recall machen, dann sieht man auch unser Gesicht auf der Brust. Sieht echt cool aus. Jetzt kann ich es gerade mal so sagen. Ich finde visuell, weil es gerade ein bisschen ruhiges Spiel, visuell haben sie Xinchen wirklich richtig awesome hingekriegt.
Also der Typ sieht richtig nice aus. Ich warte jetzt gerade mal hier bei der Gold Jury und mache einen Recall. Der Typ sieht richtig nice aus. Ich finde es auch so richtig geil mit seiner riesen Axt. Ich finde so Charaktere mit Äxten sehen immer mega cool aus. Ich würde jetzt... Na, die Gold... Das Gold warte ich jetzt nicht ab. Scheiß drauf, das Gold. Ich stecke lieber ein paar Wards ein. Ich, als zweites Active würde ich jetzt als nächstes kaufen. Da würde ich für Weakening Curse gehen. Der wurde jetzt, glaube ich, genervt in diesem Patch. Aber es ist mir ehrlich gesagt pups egal. Und ja. Ich würde den einfach nehmen. Bisschen slow. Und jetzt... Super, jetzt verlieren wir die Left Lane. Komplett. Komplett. Towermäßig sieht es für uns nicht so gut aus. Ganz ehrlich nicht, ne? Diese Shockwave. Diese Shockwave. Cooldown Boots, ne? Das ist nicht gut. So, das ist gut. So, verpisst euch. Schmeißt euch einfach weg, weil ich keinen Bock auf euch habe. Dark, fuck it. Ich habe ihn gerade noch gesehen. So, ich bin raus aus dem Schneider. Ja, ich bin außerhalb von ihrem Sichtfeld. Sie kann mich nicht ulten. Halleluja. Halleluja. Da ist einer tot. Das ist schön. Das freut mich. Dass wir jetzt da kein Assist drauf bekommen haben, ist mir egal. Das war super. Wie gesagt, mit unserer Ulti haben wir die Gegner halt einfach weggeworfen. Hätten sie wahrscheinlich auch, wenn wir sehr aggressiv spielen wollten, in den Tower werfen können. Und gucken, dass die Tower Aggro kriegen und die Nies sie dann noch aufpickt. Aber das hatte ich nicht so das Gefühl, dass das eine gute Idee ist. Also habe ich lieber safe gespielt und sie weggeworfen. Und mein Team hat das jetzt super umgekehrt. Gutes Teamwork. Wir schnappen uns hier die Wave. Die Auto-Hits sehen auch voll cool aus. Auch wenn sie wenig Schaden haben, aber sie sehen cool aus. Ja, cool sehen sie aus. Das dauert so ewig, du. Man hat no Damage. Zero Damage. So, ich stelle hier gerade genau Experience aufpicken. Oh, fuck it. Soll ich sie rauswerfen? Ich weiß nicht. Momentan hat von denen keiner Ulti. Das ist nicht so geil. Weiß nicht, ich glaube, das ist nicht so gut. Gehen wir lieber da zurück. Ist, glaube ich, die bessere Idee. Alles schön safe spielen hier. Er ist unsichtbar, okay. Und ich springe einfach weg von der Hill. Easy. Okay. Oh, der ist tot, der ist tot, der ist tot. Oh, verdammt. Trotzdem gestorben. Ich dachte, ich schmeiß jetzt alle weg und dann ist easy peasy vice versa. Easy peasy vice versa. Naja, wir waren da zu langsam. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Das ist auch nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist alles ganz und gar nicht gut. Gut, den Damage, was ich jetzt drücke, ist sowieso für den Arsch, weil den hielt die Heal ja gerade wieder ab. Ich habe halt jetzt dummerweise gerade keine Ultimate und da. Ja, da sind einfach alle vom Team. Ja, super.
Heavenly Agility, ich brauch dich. Nein. Ja. Nein, ja. Nein. Ja. Der Gap ist direkt hinter mir. Holy! Ja, super, wir haben wenigstens einen Kill dafür bekommen. Holy moly. Das ist nicht gut, dass unsere Nita dafür gefallen ist. Was zum Geier war das denn? Was haben die denn für eine Teamorganisation? Weil ich, die sind alle. Ja, sie sind einfach so gut organisiert, da können wir wenig machen, du. Da können wir wenig machen. Aber naja. Besser machen wir wenig als gar nichts. Weißt du, die gehen alle in den Dschungel, aber in den Jungle. Weiß ich, kennen wir da drauf? Ich hab Ulti. Aber ich bin auch der Einzige, der hier Ulti hat. Das ist Level 19 der Anubis. Bin ich unterfarmt? Ich glaube es. Ich bin Level 14. Ja, ich bin unterfarmt, definitiv. What? Wir haben keinen Kill gemacht? Wie ist es möglich? Hat die Ulti nicht direkt einen von denen getroffen? Na super. Das hat sich ja denn gelohnt hier, dieser Engage, den wir gemacht haben mit der Ulti. Ja, komplett umsonst. Sind die bei Fire Giant? Ich frage mich, ob die Gegner gerade irgendwie miteinander skypen oder Curse Voice machen. Ja, super, haben wir nicht geschafft, da was zu reißen. So, das ist nicht schlecht. Ja, Gap, hau einfach ab, Gap. Super, wir haben niemanden getroffen. Die Heal, können wir die Heal kriegen? Dürfte möglich sein, dürfte möglich sein. Nice, Kokoken. Es war jetzt zwar ein 1v2-Trade, ich glaube, das ist aber trotzdem nicht ganz so scheiße, weil die haben Fire Giant gemacht und jetzt haben nur noch 3 Member den Fire Giant Buff. Das ist immerhin lieber nur 3 als alle 5. Sagen wir es mal so. Wir haben ja 0 Damage, du. Wir haben einen Tower gemacht und da geht wieder ein Teamfight ab und der Loki ist low life. Hier muss auch gucken, dass die wegkommen, weil die haben einen Gap. Und der Gap hat vielleicht auch Ultimate. Boom. Haben wir ein bisschen den hier hochgeschleudert. Damit er nicht so schnell vor uns kommt. Genau die 3 Member mit dem scheiß Fire Giant. Jetzt können wir drauf. Heavenly Agility. Jump, Jump. Ultimative Fähigkeit. Alle ins Team werfen. Halleluja. Okay, der Gap, der ist mittlerweile zu tanky für uns. Heal, ich würde aufpassen. Heal, pass auf. Heal, pass auf. Heal, pass auf. Okay, Leute. Sind wir da raus? Klauen ein paar Buffs. Komm, wir klauen ein paar Buffs. Leute, klaut ein paar Buffs. Your team has destroyed a middle enemy tower. Oder helft mir halt nicht, Buffs zu klauen. Ich verreck ja hier nur gerade dran. Das war nicht gut. Wir hätten rennen sollen. Wir hätten rennen sollen. Das war nicht gut.
Ich weiß gerade, was wir als nächstes mit, ehrlich gesagt, wirklich für das Hide of the Origin oder wie das heißt gehen. Wir brauchen mehr Tankiness. Vielleicht werde ich am Ende noch für das Isolation gehen oder für den Soul Reaver. Vielleicht auch für den Voidstone. Erstmal pick ich das ab, weil es gibt Magical und Physical Defense. Ist nicht schlecht. Ich habe mal wieder vergessen, meine Wards zu platzieren. Ganz toll. Ich verkaufe aber mal den hier. Kauf mir dafür einen Sentry. Sentry, hier ist ein Sentry. Wir liegen gerade richtig hinten dran mit den Kills. 19 zu 25. Und wir haben mal wieder keine Tower mehr. Herrlich ist das im Smite, wenn man keine Tower mehr hat, der Gegner Fire Giant hat, man viel zu wenig Farm, viel zu wenig Level hat, viel zu wenig Gold, viel zu wenig Items. Ach, diese schöne Zeit in Smite. So. Retreat, 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 retreat. Ups, whoops. Und wir sind raus. Genau. Ah, es war zu spät, das Retreat. Wie soll ich denn defenden? Frage ich mich gerade. Oh, fuck, 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 fuck. Fuck. Ja, okay. Es war zwar ein bisschen doof, dass ich jetzt da verreckt bin, aber was hätte ich machen sollen? Ich habe überhaupt keinen Schaden. Naja, was haben wir denn für einen Score? 237. Unsere Verbündeten haben 074, 284, 1173, das ist gut. 555, ja, super Score. Na, ich habe immer noch... Ich verstehe es gerade nicht. Ich habe einen... Wenigstens mehr Kills, mehr Assists und weniger Tode als unsere Heal. Und ich habe gleich viel Kills, mehr Assists und weniger Tode als unser Loki. Gut, jetzt hat er mehr Kills. Nein, ich bin eigentlich ganz zufrieden momentan mit meinem Score. Aber es müsste natürlich besser sein. Wenn wir noch irgendwas gewinnen wollen, so. Aber das wird lustig. Ich gegen die Fire Minions. Ja, ich habe keinen Damage, ne? Wie soll ich die denn down kriegen? Wie soll ich die denn down kriegen? Wie soll ich denn die Wave clearen, bitteschön? Ja, super. Und verreckt doch alle. Ich kann nicht mal eine Minion Wave von Fire Giant verhalten. Ich könnte unsere Base nicht gegen Minions verteidigen, weil ich gerade Zero Damage habe. Wie lang dauert denn das? Man, null Damage auf die Minions. Auch Hilfe, Leute. Kann die Minions nicht clearen. Ach, komm, das gibt's doch nicht. Nee, träum mal auf. Ey, das gibt's doch gar nicht. So. Ja, scheiße. Kommen wir auch noch von der Lane rein. Bei zwei Phoenixes, ja, die gehen für den nächsten Fire. Die sind beim Fire, die haben gerade den nächsten Fire geholt. Zu 100% haben sie das. Also wieder Fire in der Mitte. Fire in der Mitte. Fire in der Mitte. Ich habe kein Damage. Defendet einfach alles. Wir sind eh tot. Wir haben keine Chance, es noch zu reißen. Aber wir geben unser Bestes. Naja, die haben Fire Giant. Genau, die haben Fire Giant. Es war so klar. War so klar. Ich muss kurz back base. Warum gehe ich da so? Ich muss da. Da kann ich gerade hinhopsen schnell. So. Wieso ist Loki Level 16 und ich bin Level 17? Da passt doch was nicht. So. Oh nein, 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 heal. Nein, 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 heal. Nicht heal, nicht.
Na, Halleluja. Verdammt, da war überhaupt kein Follow-up von meinem Team. Ich habe hier einfach nur meine Ult verschwendet. Sehr gut! Nur schön Ults verschwenden. 1v1 Trade gegen ein Team mit Fire Giant. Na, das ist nicht gut. Oh, woher fresse ich den Damage? Woher fresse ich? Anubis! Er hat geultet oder sowas. Die Drecksau! wir kommen nicht dazu, den Sentry zu setzen. Wir können ihn höchstens in unsere eigene Base setzen. Aber das wird wenig bringen. Yay! Oh, fuck it. Ja, es sind wieder alle Phoenixes down. Wir können nichts machen. Wir sind wehrlos. Wir werden nicht kampflos aufgeben. Alle, einfach alle Knöpfe drücken, die wir hier haben. Das ist nicht so das Ergebnis, was ich davon erwartet habe, wenn ich alle Knöpfe drücke, die ich habe. Jetzt bin ich low. Oh, 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 oh. Ah. So. Wie viele Minions sind denn hier? Oh, das können wir nicht verteidigen. Dieses Spiel ist gelaufen. Dieses Spiel ist gelaufen. Da können wir alles drücken, was wir wollen. Button Smashing hilft da nicht weiter. Okay. Dieses Spiel haben wir jetzt leider verloren mit Xin Chen. Ich finde aber trotzdem, trotz dass wir jetzt verloren haben, er ist ein cooler Champ. Er hat auf jeden Fall Potenzial. Ich finde gerade in der Duo Lane gegen Hunter ist seine One ganz gut, mit dem Attack Damage reduzieren. Und seine Ulti kann man auch super Combo machen mit anderen Ultis aus dem Spiel. Mit anderen Area Effects. Oh, jetzt kommt hier eine Animation von Xin Chen. Kenne ich gar nicht. Sein Gesicht an. Ach so. Der arme Xin Chen. Er kann ja nichts anderes machen. Er wollte der Tussi doch gar nicht auf die zweiten Augen gucken. Auf die Brüste gucken. Hier, guck, man sieht es, der Arme. Ganz traurig. Aber sein Kopf fliegt halt immer runter. Weil der wurde ihm ja abgehakt. Es ist schon irgendwie lustig. Aber Xin Chen, er tut mir jetzt fast leid. Oh, der Arme. So. Dann gucken wir nochmal, was hier ist. Wir haben ein 2:3:7. Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht. Also wir waren besser als unsere Heal. Das können wir sagen. Der Loki, der hatte zwar einen Kill mehr, aber ist dafür ein bisschen zu oft meiner Ansicht nach gestorben. Kukulkin hat es echt gut gemacht. Also Kukulkin, der fand ich gut. Der hat richtig gute Ults gemacht. Die Gegner haben uns natürlich rasiert. Allen voran. Die Heal war sehr, sehr stark. Und auch deren Anubis war nicht zu unterschätzen. Der Mercury, seine Gangs waren gut. Auch wenn ich jetzt verloren habe, mir hat es trotzdem Spaß gemacht und ich hoffe, es euch hat das Video auch gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Video liken oder kommentieren oder mit euren Freunden, Eltern, keine Ahnung was teilen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns mal in einem anderen Video wieder und würde mich freuen, wenn ihr meinen Channel abonnieren würdet. Und damit sage ich auf Wiedersehen. Ciao!